alle essen so viel sie nur können, bis die Terrine leer ist. Und das isst sie bis auf einen ganz kleinen Rest. Und den möchte Michel gar zu gern. Aber da kann er nur ran, wenn er den Kopf in die Suppenschüssel taucht und das letzte Schlückchen rausschlürft. Aber das ist ja Michel. Jetzt sitzt er fest. Nein, aber mein armes Kind. Moment, warte. Komm nur, ich helfe dir. Das ist ja wieder ein Stück aus dem Tollhaus. Was musst du auch deinen Kopf da reinzwängen? Ach, das ist gar nicht zu machen. Wenn der Topf sitzt, dann sitzt er. Auch unsere Suppenterrine, woraus essen wir jetzt unsere Erbsensuppe am Donnerstag? Wir lassen den Jungen doch nicht bis Donnerstag in der Suppenschüssel, dummes Ding. Ja, wenn einer von euch nur wüsste, wie wir ihn da rauskriegen. Ich nehme jetzt einfach den Feuerhaken. Was soll ich denn sonst machen? Und schlage die Schüssel einfach damit kaputt. Nein, auf gar keinen Fall. So eine Schüssel kostet mindestens 4 Kronen. Ich habe Anton. Oh je.